Seit der Europawahl sitzen so viele Euroskeptiker wie nie zuvor im Parlament. Das setzt die etablierten Parteien unter Druck. Zuletzt blockierten die proeuropäischen Parteien die Wahl von AfD-Mitglied Bernd Lucke in den Vorsitz des Währungsausschusses. Es war also eine politische Entscheidung. Man wollte also auf gar keinen Fall jemanden in diesem Ausschuss haben, der skeptisch ist. Und mir ist aufgefallen, insbesondere letzte Woche in Straßburg, dass sich ja die Aussagen aller anderen Fraktionen, also besonders Alte, Grünen, Sozialisten, EVP, nicht besonders unterscheiden. Und so bleibt man vielleicht einfach gerne unter sich und versucht, Kritiker von Anfang an mundtot zu machen. Werden die etablierten Parteien die Euroskeptiker einfach ignorieren? Das könnte gefährlich werden. Schließlich haben viele Wähler die AfD gerade wegen ihrer Kritik am Euro gewählt. Die AfD ist Teil der EKR-Fraktion. Wir sind manches Mal auch konstruktiver, als man denkt, bei gewissen Positionen. Ja? Und vor allem als Partner für die Europäische Volkspartei sind die schon auch ernst zu nehmen. Wohingegen die Abgeordneten von Nigel Farage und von seiner Fraktion, die, mit denen kann man nicht arbeiten und mit denen wird man versuchen zu umgehen. Zu Nigel Farage Fraktion gehört auch die Fünf-Sterne-Bewegung vom italienischen Komiker Beppe Grillo. Zusammen mit Farage bilden die Italiener die EFDD-Fraktion. Io credo che la soluzione all'euroscetticismo sia introdurre la democrazia. E noi addirittura vogliamo fare un passo oltre e quindi introdurre la democrazia diretta, quindi lasciare ai cittadini la possibilità di fare delle scelte. Die Forderung nach direkter Demokratie ist populär, doch zu einfach. Ganz Europa über komplexe technische Entscheidungen in Brüssel abstimmen zu lassen, das ist nicht mit der Realität vereinbar.